Hey Leute, mein Name ist EpicStun und heute starten wir hier im Hauptmenü, denn ich habe eine richtig krasse Map für euch. Wir gehen einfach mal hier rein, wir spielen in der Version 1.11.2, ganz normal im Singleplayer, und haben hier die Welt Main. Sie wurde zuletzt geöffnet am 25.09.2012 um 1.32 Uhr am Morgen, also mitten in der Nacht. Die Version ist nicht bekannt und ist ganz normal im Survival-Modus. Wir gehen einfach mal in die Welt rein. Ich habe sie wie gesagt noch nicht geöffnet, wir sind hier ganz neu in der Map, es lädt jetzt gerade. Oh Gott, okay, und wir sind an einer Leiter, okay. Ich glaube, Controls, okay, Auto-Jump ist aus. Und wir sind hier auf einer richtig seltsamen Map, Leute. Sowas habe ich wirklich noch nie gesehen. Und ihr seht ja schon, es wurde was richtig Komisches gebaut. Es sind ein paar Häuser, hier ist eine Felsspalte. Wir haben nicht viel im Inventar, ehrlich gesagt. Ein paar Steine und ein paar Wolle, ein bisschen Erde, etwas zu essen, keine Rüstung, kein Schwert. Verzauberte Sachen, also mit Effizienz. Ein Diamanthacke mit 2 Unbreaking und eine Schaufel mit Unbreaking 2. Sehr komisch. Also wir haben keine Waffe. Wir haben Fackeln und Leitern. Also ich glaube, der die Map hier gebaut hat, war gerade hier dran, die Leitern zu setzen, als er die Map verlassen hat. Die Leitern reichen auch genau, um bis hier oben hinzukommen. Und was ist hier auf dem Berg? Es ist nichts Besonderes, glaube ich, hier oben. Soweit ich sehen kann, nein. Wir haben hier einfach nur einen richtig guten Überblick über das ganze Dorf und es sieht wirklich sehr, sehr seltsam aus. Wer baut sowas? Wir sind hier ganz normal im Singleplayer, ich kann kein Tab drücken oder sowas. Und das sieht echt sehr, sehr seltsam aus. Wir haben genau einen Apfel zum Essen mit dabei. Und es fühlt sich echt komisch an, in so eine alte Welt zu gehen und nicht zu wissen, wer die Welt gebaut hat und warum er sie gebaut hat und warum er genau da aufgehört hat und bis jetzt nicht mehr weitergespielt hat. Wir können mal nach unten gehen, da unten ist ein Zombie. Ich hoffe, den kriegen wir tot mit der Diamanthacke. Und dann werden wir mal schauen, was sich da unten noch alles befindet. Hier sind noch Schafe. Und warum wurden hier Pilze gepflanzt? Einfach so. Okay, ich denke, den Zombie dürften wir töten. Auch ohne Rüstung dürfte das kein Problem sein. Jo, sehr gut. Okay, und wir können hier mal langlaufen. Hier wurde auf jeden Fall eine Brücke drüber gebaut. Und hier sind noch Erze. Es sind einfach noch Erze hier drin. Der hat hier sich noch nicht mal die Mühe gemacht, die Erze zu holen. Hier ist noch so viel Kohle und so viel Eisen drin. Jeder, der eigentlich in so einer Map spielt und schon so weit ist, hat eigentlich schon die Erze hier rausgeholt. Okay, wir gehen mal weiter. Wir haben hier komische Hütten, einfach Pilzhütten, wo Fackeln drin stehen. Okay, hier hinten sind noch mehr. Hier haben wir ein Haus, hier liegen einfach Schilder. Okay, und hier liegen noch mehr Schilder. Was ist denn hier los? Okay, die sind wahrscheinlich wegen dem Map-Download. Was haben wir hier? Mushrooms, okay, die keine Textur haben. Hier sind einfach Golden Boots drin, einfach so. Das sieht echt seltsam aus, also ich weiß es nicht. Wir ziehen die einfach mal an. Was haben wir hier noch drin? Okay, eine ganz normale Kiste. Na okay, haben wir was in den Öfen? Ja, hier wurde Stein gebraten. Okay, aber nicht alles. Haben wir hier oben, was ist das? Hier ist wahrscheinlich sein Haus, hier ist so ein kleines Lager mit 3 Diamanten. Ich will aus den 3 Diamanten, ich kann mir mal einen Diamantschwert machen. Aber das ist auch ein sehr, sehr seltsames Lager. Wer macht denn solche Lager? Also warum vor allen Dingen? Ich verstehe das nicht. Warum ist hier Glas dazwischen? Sehr, sehr komisch. Hier mit, glaube ich, so eine Kochecke. Ist hier irgendwas Besonderes? Nein. Okay, ich würde sagen, haben wir Holz? Ja. Wir craften uns jetzt einfach mal ein Diamantschwert mit den Items von dem Besitzer der Map, beziehungsweise von der Person, die Map hier gespielt hat. Okay, wir machen uns einfach mal ein Diamantschwert, dass wir uns wehren können gegen Gegner oder sowas. So, und guck mal hier hin, was ist hier los? Oh, okay, hier mehr Rüstung. Ich ziehe die mal ganz kurz an. Ich ziehe die Rüstung mal ganz kurz an. Also, schlecht war er auf jeden Fall nicht ausgerüstet. Hier haben wir auch einen Bogen mit Power 3. Okay, Pfeile haben wir auch. Das ist sehr, sehr gut. Und hier haben wir sogar ein gutes Schwert. Da hätte ich mir gar nichts machen brauchen. Okay, und was hat er hier drin? Okay, nicht mehr. Ich glaube, das ist so ein kleines Versteck, glaube ich, hier. Okay, zu essen haben wir nichts. Hat er hier irgendwas zu essen? Nee, scheint mir tatsächlich nicht so. Der hat tatsächlich nicht zu essen. Kann das sein? Ja, hier rohes Chicken. Aber sonst hat er... Doch, hier hat er sehr, sehr viel. Okay, das nehmen wir mit. Und wir werden uns jetzt einfach mal die Ortschaft, beziehungsweise das, was er hier gebaut hat, weiter anschauen. Da oben ist ein Portal, was aber aus ist. Okay, wollen wir da mal hingehen? Das ist sehr seltsam. Er hat tatsächlich für seine Hühnchen so ein kleines... So eine kleine Hütte hier gebaut. Okay, auf jeden Fall haben wir hier noch Wasser. Da hinten hat er ein Schiff gebaut. Ich würde sagen, wir schauen uns mal das Portal an. Wir gehen einfach mal in die Hölle und schauen mal, was dort anders ist. Haben wir was zu craften? Nein, wir müssen uns ein Feuerzeug nur machen.
Der hat doch bestimmt hier noch Flint and Steel drin. Ja, das hat er. Und hat er hier noch ein bisschen Eisen drin? Hier sehe ich auf jeden Fall keins. Gibt es hier Eisen? Hier ist Eisen. Sehr gut. Ich benutze hier einfach mal die Items von ihm mit. Ich hoffe, das ist kein Problem. So. Und da haben wir schon ein Flint and Steel. Okay, und jetzt gehen wir mal einfach ins Portal rein und schauen mal, was in der Hölle so abgeht. Okay, hier gehen wir hoch und ihr seht schon, hier ist einfach eine Leiter. Warum hat der die Leiter denn hier so falsch gesetzt? Okay, wir zünden das Portal an und gehen jetzt tatsächlich hier rein und gehen mal in der Hölle schauen, was dort abgeht. Oh, Leute, wir sind in der Hölle. Oh Gott, okay, bis jetzt ist alles noch normal. Wir gehen einfach mal hier hoch. Okay, bis jetzt ist tatsächlich noch alles normal. Und was ist hier? Okay, warum ist hier nochmal ein Portal? Warum wurden hier einfach... Hier unten ist ein Portal und hier oben. Das hier unten ist da, wo ich gerade rausgekommen bin. Das ist auch noch angezündet. Und das hier, das ist einfach aus. Okay, aber warum ist das aus? Soll ich... Ich zünde das einfach mal an. Okay, wo kommen wir jetzt raus? Das würde mich jetzt sehr, sehr interessieren. Das hat er bestimmt nicht ohne Grund gemacht. Und wir landen... Wir landen wieder hier? Okay, warte mal. Und wenn wir jetzt hier reingehen, wo landen wir denn dann? Okay, wir gehen wieder rein und wir sind... Jetzt sind wir wieder hier oben. Okay, und was ist, wenn ich jetzt hier unten reingehe? Was passiert dann? Warte mal, wo ist das? Das ist da unten. Muss ich mal ein bisschen hier aufpassen. So. Ah, komm. Zack, und hier runter. Sehr gut. Und jetzt bin ich gespannt, wo komme ich jetzt raus? Komme ich wieder da aus demselben Portal raus? Wenn ja, ist das sehr, sehr, sehr seltsam. Ja, ich komme wieder aus dem Portal raus. Okay, das verwirrt mich ein bisschen. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum er das gemacht hat. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir einfach sein Boot. Okay, der hat sich hier so eine kleine Insel gemacht. Da hinten ist sogar ein Schild. Steht was auf dem Schild drauf, was hier passiert ist? Oder warum das hier alles so seltsam aussieht? Hier haben wir auf jeden Fall noch so eine Steintreppe oder so. Ich weiß nicht, was ist denn hier los? Oh, was ist hier los? Wurde hier gecreeft? Hat jemand sein Haus gecreeft? I made you a swim pool. Also ich habe dir ein Swimmingpool gemacht. Und hier sind noch Schafe. Also irgendjemanden hat ihn gecreeft. Irgendwer war hier und hat ihn gecreeft und hat dann ihm das Schild hier vor sein Haus gehängt. Ich habe dir ein Swimmingpool gemacht. What? Wer war das denn? Wer creeft denn hier das Haus, indem er einfach das komplette Haus mit Wasser volllaufen lässt? Was haben wir hier? Okay, hier haben wir... Okay, nur ein Raum, wo nichts drin ist, außer natürlich wieder Wasser, weil das Haus hier einfach gecreeft wurde. Sehr, sehr, sehr seltsam, Leute. Hier schwebt... Warum schwebt hier ein Baum? Warum schwebt hier einfach ein Baum, Leute? Wie kann das denn sein? Warum schwebt hier ein Baum? Okay, ich weiß es nicht. Und was ist das hier? Sollen wir hier mal reingehen? Was verbirgt sich hier hinter? Was ist hier? Ist das hier eine Mobfalle? Ich weiß es nicht. Kann ich hier dran springen? Okay, ich komme hier auch nicht hoch. Wir könnten uns mal hier hochbauen. Soll das hier eine Falle sein oder was soll das sein? Hier ist auf jeden Fall Wasser. Ich weiß nicht, was das darstellen soll. Hier haben wir auch noch Kanäle. Aber was soll denn das? Wer leitet denn in Minecraft so Wasser weiter? Also wer leitet so Wasser rum? Das hat doch gar keinen Sinn. Das bringt doch gar nichts. Ich verstehe das nicht, Leute. Da haben wir noch ein Skelett. Oh, das schießt schon auf mich. Okay, warte mal. Das kriegen wir aber easy down. Vor allem mit diesem Schwert und mit dieser Rüstung. Okay, das hat geklappt. Wir essen mal ganz kurz was. Und laufen mal hier hinten zum Wasser, beziehungsweise zum Sumpf. Okay, ist hier... Oh, da ist auf jeden Fall ein Slime. Hier spawnen auf jeden Fall Slimes. Na komm. Okay, hier haben wir noch eine Höhle nach unten, was auch richtig krass aussieht. Ich würde mir gerne hier weiterlaufen. Ein bisschen weiter weg von dem, wo er tatsächlich gebaut hat. Und hier haben wir... Okay, einfach nur ein offenes Meer, okay. Oh, was ist denn hier los? Schaut euch das mal an, Leute. Was ist denn das hier? Wir gehen ganz normal in eine Höhle rein. Also ich bin jetzt hier einfach weiter geschwommen, gerade übers Wasser. Und wir gehen hier einfach in eine Höhle rein und sehen hier einfach... Was ist denn hier los? Das ist irgendwie eine ganz normale Höhle. Aber hier beginnt einfach das Meer. Wir können einfach hier ins Meer reinschauen. Ich höre irgendwo eine Spinne. Wir können einfach ins Meer reinschauen. Guck mal, jetzt sind wir im Meer und jetzt in der Höhle. Was ist denn hier los? Guck mal, was... Oh mein Gott, okay. Hier wurde einfach die ganze Welt abgeschnitten. Schaut euch das mal an. Hier ist einfach ein glatter Schnitt durch. Hier oben sind Skelette. Und hier hinten ist aber die Welt ganz normal. Na komm, die holen wir noch ganz kurz. Zack, oh. Und, na komm. Oh, die halten viel aus. So, den haben wir. Und das Skelett.
Haben wir auch gleich. Sehr gut. Und die Spinne. Wo ist die? Ich weiß nicht. Okay, wir setzen hier mal einen Block. Das sieht sehr, sehr seltsam aus. Also ein Chunk-Fehler kann es ja nicht sein eigentlich, weil tatsächlich die Welt hier hinten ja normal ist. Oder? Ist sie normal? Ne, hier ist ja auch ein Schnitt. Seht ihr den Schnitt da hinten? Hier wurde durchgeschnitten. Aber das hier ist ja hinter diesem Meer, beziehungsweise in diesem Meer. Also als ob hier einfach so ein Schnitt durchging, der hier gerade weiterging und das hier auch abgeschnitten hat. Das ist seltsam. Aber das sieht auch krass aus. Schaut euch das mal an. Einfach so eine Höhle, die einfach im Meer endet. Das ist seltsam. Hier ist einfach ein kompletter Schnitt durch die Welt. Ich weiß echt nicht, warum das so ist. Also diese Welt, Leute, die ist echt krass. Und ich will nicht wissen, was hier dahinter steckt, wer hier gespielt hat und warum er so komisch gebaut hat oder warum er das so gebaut hat. Ich bin mir da echt nicht sicher. Was mir auch auffällt, hier wurde tatsächlich in der Welt soweit nichts gemacht. Er hat einfach nur ganz normal sein Dorf da hinten gebaut. Und vor allen Dingen, von wem wurde er gecreeft? Das ist eine Singleplayer-Map. Und ich frage mich, warum das Haus da hinten unter Wasser steht und warum da vorsteht, ich hab aus deinem Haus einen Swimmingpool gemacht. Also, wer hat dieses Haus hier gecreeft und warum? Und warum so komisch vor allen Dingen, dass hier einfach das Wasser so rausläuft? Ich verstehe das echt nicht. Das ist komisch. Wer war das denn? Okay, ich würde mir gerne eigentlich noch die Welt ein bisschen in die Richtung hier anschauen. Also ein bisschen nach da gehen. Da hinten, glaube ich, ist nichts mehr so Besonderes. Hier haben wir noch einen Zombie, den können wir gerne nochmal weghauen. Weil die Welt ist, das ist echt sehr, sehr seltsam. Ich weiß echt nicht, was hier passiert ist. Vor allem da hinten nicht bei diesem riesen Schnitt. Also ein Chunkfehler kann es eigentlich nicht sein. Da wir auch gesehen haben, dass nebendran die Welt bzw. dieser Berg ganz normal da stand. Also wenn es ein Chunkfehler ist, glaube ich, dann müsste die ganze Welt dort abgeschnitten sein. Und hier haben wir einfach ein riesiges Wasserbecken mitten im Wald. In welchem Biom befinden wir uns denn? Okay, wir sind hier ganz normal im Biom Forest. Seht ihr das da links? Ich kann mal ranzoomen. Wir sind ganz normal im Forest-Biom. Wir können es mal hinstellen. Hört ihr das? Hört ihr das? Was macht denn diese Das ist ein Skelett? Okay. What the fuck? Wir haben hier... Oh! Oh shit, Leute! Okay, da habe ich mich gerade wirklich erschrocken. Oh mein Gott. Mich greifen hier einfach diese Fische an. Wir haben hier einfach mitten im Wald... ...einen Fischtempel, oder wie man das nennt. Ja, ein Unterwassertempel ist das, ja. Wir haben hier einfach einen Unterwassertempel... Mitten im Wald, ich kann euch das nochmal zeigen, wir sind im Forest-Biom und das kann gar nicht sein. Warum ist hier ein Tempel mit allen Fischen drin? Oh, ich habe keine Pfeile. Shit. Alle Fische sind hier jetzt so eingequetscht auf diesen Bereich. Wie kann das sein? Und alle Bäume sind abgeschnitten. Hier ist einfach ein riesiger Fischtempel auf dieser Map, beziehungsweise Unterwassertempel, mitten im Forest-Biom. Wow, Leute, okay, wie kann das sein? Kann mir das irgendeiner erklären, wie das hier passieren kann? Es kann ja nicht sein, dass einer eine Map spielt, in der einfach so ein Fischtempel in einem ganz normalen Biom ist und so einen kompletten Wald einfach abschneidet. Okay, Leute, ich hab echt ein bisschen Angst tatsächlich. Oh Gott. Ich weiß nicht, wie das passieren kann. Ich will jetzt ehrlich gesagt nicht darunter fallen. Das macht mir wirklich Angst, diese ganze Tiefe da unten mit diesen hunderten Fischen. Und die greifen ja auch an. Da unten ist auch da unten ist Lava. Wie kann das denn sein? Die Lava, die ist einfach im Wasser. Sie wird einfach nicht zu Obsidian, beziehungsweise Cobblestone. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Also diese Welt, die ist mir echt sehr, sehr unheimlich. Okay, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einfach mal einen Daumen hoch und ein Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen. Wenn ihr mehr davon wollt, schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder, wie immer. Bis dahin. Tschüss.